Aufgrund von geänderten Marktverhältnissen ist der Wert eines Grundstücks der Businessfragen OG langfristig um 50.000 Euro gesunken. Führen Sie die Abwertung durch. Bevor wir jetzt dann in weiterer Folge aber in den Buchungssatz einsteigen und uns mit den 4 Schritten beschäftigen, müssen wir uns zuerst einmal überlegen, darf in diesem Fall überhaupt eine Abschreibung vorgenommen werden? Grundsätzlich gilt, dass Grundstücke nicht abgeschrieben werden dürfen. Also von Grundstücken gibt es keine planmäßige Abschreibung. Es gibt jedoch eine Ausnahme. Wenn es sich bei Grundstücken um eine dauerhafte bzw. eine langfristige Wertminderung handelt, dann darf eine außerplanmäßige Abschreibung durchgeführt werden, solange der Grund für diese Wertminderung besteht. Also wenn Sie hier irgendwo ein Beispiel sehen, in der Schule oder im Studium, dann achten Sie bitte immer darauf, handelt es sich hierbei wirklich um eine langfristige und dauerhafte Abschreibung des Grundstückes. Und das erkennen Sie eben hier in solchen Formulierungen wie langfristig oder dauerhaft. Und wenn hier dieses langfristig jetzt fehlen würde, dann dürften Sie hier keine Abwertung, also keine Minderung des Grundstückes vornehmen. Aber in dem Fall haben wir ja eine langfristige Abschreibung oder eine langfristige Wertminderung, eine dauerhafte. Deswegen dürfen wir eine außerplanmäßige Abschreibung durchführen. Und wie funktioniert das? Hierfür brauchen wir einmal 2 Konten. Wir brauchen einerseits einmal ein Konto außerplanmäßige Abschreibungen und was wird wertgemindert? Wertgemindert wird ein Grundstück. Und dementsprechend brauchen wir auch noch das Konto Grundstücke. Bei Abschreibungen wissen wir, dass Abschreibungen zu einer Verminderung unseres Gewinnes führen und dementsprechend handelt es sich hier um einen Aufwand, also ein Aufwandskonto. Und die Grundstücke, wenn wir uns überlegen, wo finden wir die Grundstücke? Die Grundstücke finden wir im Anlagevermögen, also auf der Aktivseite unserer Bilanz. Und dementsprechend handelt es sich beim Konto Grundstücke um ein aktives Bestandskonto bzw. ein Aktivkonto. Und dann müssen wir uns jetzt noch überlegen, handelt es sich hierbei um eine Vermehrung oder eine Verminderung? Die Abschreibung selbst, also der Aufwand, wird mehr. Also die Wertminderung sozusagen nimmt um 50.000 Euro zu, wohingegen der Wert des Grundstückes um 50.000 Euro abnimmt. Und dementsprechend können wir dann auch erkennen, ob wir die Buchung im Soll oder im Haben durchführen müssen. Eine Vermehrung eines Aufwandskontos wird immer im Soll gebucht, wohingegen eine Verminderung eines Aktivkontos immer im Haben gebucht wird. Und dementsprechend lautet der Buchungssatz dann außerplanmäßige Abschreibungen für Grundstücke an Grundstücke mit jeweils 50.000 Euro. Und wenn wir uns dann noch kurz die T-Konten anschauen, so sehen wir im Soll bei der außerplanmäßigen Abschreibung 50.000 Euro und im Haben bei den Grundstücken ebenfalls 50.000 Euro.